Die MS Sophia, sowie auch ihr Schwesterschiff, die MS Russe, wurden im Jahr 1983 in der holländische Werft Dordrecht in Biesbosch gebaut. Die beiden Schiffe sind absolut identisch und baugleich. Sie wurden zuerst in Holland auf eine Plattform aufgeladen und mit einem Hochseefrachter durch Gibraltar, durch das Mittel- und das Schwarze Meer bis zum Donaudelta geschleppt. Dort wurde die Plattform abgesenkt und die Schiffe fuhren durch den Sulliner Kanal in die Donau bis zum Heimathafen Russe in Bulgarien. Das Schiff hat eine Länge von 113,5 Meter und ist 16 Meter breit. Der Tiefgang beträgt 165 cm. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit ist 25 km/h und sie hängt immer davon ab, ob wir stromabwärts oder stromaufwärts fahren.